und setzte ihn das Jahim in die Hölle aus. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْءُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوا. Dann fesselt ihn in Ketten, die wie 70 Ellen sind. Achi, darüber muss man nachdenken. Wenn du darüber nachdenkst, dann geht der Iman hoch. Und jeden Tag, lies jeden Tag vom Koran. Das ist die Medizin. Soll ich euch was sagen? Ich habe mir jetzt, oder ist egal. Auf jeden Fall, ich würde sagen, jeder sollte sich vornehmen, jeden Tag, wenn es nur eine Seite vom Koran ist, zu lesen. Wenn es nur eine ist, aber versuch mehr. Versuch am besten jeden Tag 20 Seiten vom Koran zu lesen. Dann liest du 12-mal im Jahr den Koran durch. Selbst wenn es in deiner Sprache ist. Und was noch besser ist, was du zum Beispiel auch machen kannst, ist, wenn du Arabisch lesen kannst, du liest eine Seite in Deutsch und dann in Arabisch. Wenn du das jeden Tag machst, oder machst jeden Tag 5 Seiten Deutsch, 5 Seiten Arabisch, dann lernst du auch die arabische Sprache gut. Das ist eine super Methode, den Koran zu verstehen. Ja, und dann kannst du nachfragen, welche Worte. Super Methode. 5 Seiten auf Deutsch. Und jedes Mal, wenn du die deutsche Seite gelesen hast, liest du auf Arabisch danach. Du kennst schon einige Worte, dann schreibst du einige Worte auf und dann kannst du nachher den Koran richtig gut verstehen. So. Das wird die Erinnerung an den Tod. Dann natürlich, was ist noch wichtig für den Iman hochzubringen? Wir haben gesagt, die geht hoch mit guten Taten. Das heißt, dass wir versuchen, mehr freiwillige Taten zu machen. Und hier muss man eins wissen. Und das muss man wissen. Im Islam, es gibt immer verschiedene Arten von Taten. Es gibt Taten beispielsweise, wo man etwas hat, was man hat, gibt. Sadaka. Und es gibt Taten, wo man etwas, was man unbedingt haben will, davon Abstand nimmt. Wie zum Beispiel Fasten. Verschiedene Taten. Und das ist eine Weisheit, weil dem einen fällt das eine leichter, dem anderen fällt das andere leichter. Ja? Tanawa ist das, also verschiedene Gattungen von guten Taten. Und du siehst, in allen Taten, die zur Pflicht gemacht sind, gibt es immer freiwillige Taten. Zum Beispiel Gebet, freiwillige Gebet. Fasten, freiwilliges Fasten. Zakat und Sadaqa, freiwillige Zakat sozusagen, freiwilliges Spenden. Dann Hajj, die erste Hajj ist was? Die ist Pflicht. Es sei denn über sein Kind, dann ist nicht Pflicht, dann musst du nochmal neu machen. Aber ansonsten ist die erste Hajj Pflicht, danach ist alles freiwillig. Ja, das heißt, davon vermehren. Hier gebe ich euch einen Tipp. Einen Tipp, eine Sache, die man vielleicht machen kann, die vielleicht gut ist. Erstens, es gibt ein Hadith, wo der Prophet sagt, man salla kabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an, harama Allahu al-nar. Wer vor dem Dhuhrgebet 4 Rakats macht und danach, dem macht Allah die Hölle haram. Versucht diesen Hadith zu praktizieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dann, der nächste Punkt, den wir brauchen, ist was? Dua. So wurde zum Beispiel in der Dua überliefert, dass gesagt wurde, Allahumma zidni imanen, wa zidni yaqinen, wa zidni ilmen. O Allah, vermehre mein Iman, und vermehre mein Wissen und vermehre meine Gewissheit. Das soll man machen. Das ist die Botschaft von heute, die ich bringen wollte. Alhamdulillah, möge Allah uns festigen und unsere Taten belohnen.